In unserem letzten Video hatten wir euch ja schon gezeigt, wie wir das neue Gestell für unseren Segler gebaut haben. Das Ganze muss jetzt noch etwas stabilisiert und bespannt werden. Und weil wir das Ganze als Experiment machen wollen, aus wie einfachen Sachen man ein Flugzeug bauen kann, bespannen wir das jetzt mit ganz normalen Betttüchern. Der Stoff an sich ist jetzt noch nicht ganz dicht genug, deswegen lackieren wir den jetzt. Und zwar mit ganz normalem Lack. Normalerweise nimmt man da Spannlack, aber wir wollen ja alles diesmal so einfach wie möglich machen. Den Rumpf und das Leitwerk müssen wir jetzt nochmal ziemlich stabilisieren. Dafür haben wir uns von eBay Kleinanzeigen jetzt hier nochmal eine alte Wäschespinne gesorgt. Wir müssen es ja jetzt austarieren und zwar haben wir dafür jetzt dieses Gestell gebaut. Das Fahrrad ist jetzt hier oben aufgehängt, da wo danach etwa die Flügel sind. Und dann setze ich mich jetzt mal drauf und gucke mal, ob es etwa gerade bleibt. Ist das los und da ist das los. Also gut austariert ist es jetzt auf jeden Fall schon mal. Ich denke trotzdem, dass es nicht unbedingt auf Anhieb funktionieren wird, weil es schwierig sein wird, das Ganze gerade zu halten. Wahrscheinlich müssen wir noch ein Dreirad draus bauen oder so, aber wir testen es jetzt erstmal. Also jetzt erstmal werden wir wahrscheinlich noch nicht abheben. Wir wollen jetzt mal testen, ob man überhaupt damit fahren kann oder ob es einfach zu stark umkippt und wir vielleicht doch ein Dreirad daraus bauen müssen. Also bisher konnte ich jetzt noch nicht so wirklich schnell werden, weil das vordere Rad dann immer hochgegangen ist. Das heißt, ich war dann auf einem Rad und konnte praktisch nicht mehr lenken, deswegen muss jetzt immer jemand mitlaufen. Aber das nächste Mal machen wir dann hinten noch zwei Stützräder dran und dann könnte es vielleicht eher klappen. Bisher sind wir jetzt mit dem Flugzeug nur 15 km/h gefahren, weil der Weg auch noch nicht so wirklich steil war. Wir haben ausgerechnet, dass wir so etwa bei 40 km/h abheben müssten. Das müsste auf jeden Fall machbar sein, wenn wir die Klappen noch ansteuerbar machen und dann hinten noch die Räder dran machen. Wenn ihr noch irgendeine kreative Idee für einen Namen habt, wie wir das Flugzeug nennen können, dann schreibt es mal in die Kommentare. Bei unserem U-Boot hattet ihr ja schon richtig viele gute Ideen. Mit der Drohne geht es auch bald weiter, da müssen wir noch auf die Rotoren warten. Die müssen wir uns jetzt extra anfertigen lassen. Das Modell
haben wir jetzt auf Patreon verlost. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns da unterstützen. Wir wollten auch nochmal sagen, dass wir es leider nicht schaffen, jede Woche ein Video hochzuladen. Einfach weil es immer extrem viel Arbeit ist und weil wir wollen, dass ihr wisst, dass es sich für euch lohnt, unsere Videos anzuschauen, wenn ihr eine Benachrichtigung dafür bekommt. Also vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt.